Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die hier gerade chillt. Nicht so ganz begeistert ist von dem Wetter anscheinend. Aber es ist Silvester und wir wollen heute Party machen. Das mit den Kartoffeln hat doch noch was gebracht. 48! Wow. Immerhin, ey. Das Coole ist, es ist ab morgen dann ja Frühling. Das heißt, das wird das erste Mal sein, dass wir wirklich Cash machen können. Warum kann sie das nicht tun? Ja, so, weil sie sich jetzt so scheiße fühlt. Ich meine, theoretisch können wir die auch ganz weit wegstellen, oder? Vielleicht stresst sie das dann nicht mehr so. Ich meine, irgendwann können wir hier vielleicht auch ein kleines Gewächshaus oder so bauen, aber gerade ist das ja nicht so möglich. Wow! Oh, ich freue mich so für sie! Sie hat ja noch ganz viele Sachen hier, die sie dann hier reinschmeißen kann. Dann lass uns doch mal wühlen heute. Weil ich meine, wenn, dann würde ich natürlich auch erst abends gehen. Ich hoffe so sehr, dass das hier gut funktioniert alles, ne? Warum will sie immer direkt wegrennen? Hallo? Was soll das denn? Ja, ja, du stinkst. Aber deswegen gehst du ja auch gleich duschen. Amaya ist übrigens letztes Mal zur Newcomerin geworden. Ganz wild, dass sowas hier passiert, aber ich habe kein Problem. In jedem Spielstand ist das aktiviert. Man muss es in jedem Spielstand neu machen, ne? Es nervt richtig. Warum ist das nicht generell dann aus, wenn du es ausschaltest? So, und dann geht die süße Maus erstmal duschen und sich rasieren. Und das Zeug verkaufen wir. 170. Immer noch besser als nichts. Na, kann sie vielleicht nochmal ein bisschen Schlittschuh laufen? Nein, ich bin nicht mehr in der Schule. Ich will zu keinem Abschlussball. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie ist ermüdet einfach. Kannst du bitte deine Kuhpflanze füttern? Sashiko, wer bist du? Dann wird sich noch was kurz gegönnt. Schnabulieren ist wichtig. So, und ich glaube um 18 Uhr kann man schon mal in den Nachtclub gehen. Wir gehen erstmal alleine. Können dann immer noch jemanden einladen, würde ich sagen. Hi. Wir können ja mal Luna einladen. Mal gucken, ob sie Lust hat. Weil ich meine, sie hat natürlich noch nicht damit abgeschlossen. Hi, Girl. Wir tröten erstmal mit Hörnern. Sie hat da gar keinen Bock drauf. Dann sagen wir natürlich, dass sie wieder gut aussieht, weil sie sieht immer gut aus, bla bla. Und dann sollen die beiden einfach mal ein bisschen dansen. Romantikfestival, nee. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir wünsche. Yay! Also Silvester fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. We love. Sie ist ja auch tanzwütig, also von daher gefällt ihr das ja sowieso. Vielleicht kann sie dann noch ihre Ausgekleidung anziehen. Wenn sie schon hier drin ist, so kann man auch mal ein bisschen cool aussehen. Nebenbei könnt ihr miteinander reden. Verärgert, weil keine Ahnung zum Abschlussball erhalten hat. Mizuki. Ich finde das tatsächlich ganz schön realistisch, dass Mizuki so anruft und sagt, yo, ich bin deine Mom. Ich habe dich aufgezogen. Deine Mutter ebenso. Warum zum Fick haben wir jetzt gar keinen Kontakt mehr? Aber wir sind natürlich noch nicht so weit. Wir wollen ja erst uns ein richtiges Leben aufgebaut haben quasi. Und sagen jetzt, warum rufst du mich jetzt an? So, ich habe dir schon oft genug gesagt, dass ich gerade gar keinen Bock auf dich habe. Ciao. Aber trotzdem sagt sie, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Wie süß. Sie hat eine Angst besiegt. Sie hat nicht mehr Angst, verurteilt zu werden. Das ist ja schon mal cool. Oh mein Gott. Die sind auch sauer aufeinander? Interessant. Ich meine, wir können ja versuchen, ihn einzuladen. Weil das hier läuft ja schon wieder nicht unbedingt so 100%. Jeremy möchte nicht kommen. So, wir versuchen einfach mal Luna dann zu küssen. Okay. Das funktioniert. Vielleicht ist heute auch einfach der besondere Tag, ja? Und das funktioniert hier gut. Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen, finde ich auch ehrlich gesagt sehr geil. Das ist halt auch was, was ich mir bei Amaya vorstellen kann. Weil sie ist halt stolz darauf, verliebt zu sein. Und ihr gefällt es jetzt auch? Das ist interessant. Sie hat die ganze Zeit immer wieder abgeblockt. Aber heute ist der Tag der Tage anscheinend. Vielleicht denkt sie aber auch nur, boah, du bist jetzt irgendwie berühmt geworden. Vielleicht ist das auch so eine Sache. In Busch rumschmusen. Also ich meine, wir können ja mal fragen. Sie sagt ja? Okay, auf einmal ist sie all in. Hä? Der Busch scheint ganz schön weit weg zu sein. Also ich meine, es ist vielleicht besser, wenn das ein bisschen secret ist. Aber, Also ich bin schockiert gerade ein bisschen. Vielleicht nimmt sie es jetzt doch ernst. Man weiß es nicht so genau. No protection was used, ja, ja, aber eine Schwangerschaft kann da jetzt nicht entstehen. Die beiden sehen eigentlich ganz schön zufrieden aus, hä? Huh? Also so kann man ein Jahr natürlich auch abschließen. Wild, wild einfach nur. Oh, freudig überrascht. Also es ist schon ein bisschen süß auch, ne? Deswegen, ich glaube, oh, wir können noch mal ein Ständchen bringen, weil das echt süß ist. Ich meine, sie ist ja sehr, sehr gut im Singen und so.
Und dann würde ich sie einfach mal fragen, ob sie unsere Freundin sein will. Nein, stopp! Nein, sie geht! Ich wollte sie jetzt nur fragen, ob sie meine Freundin sein will. Dann nicht. Na, du schläfst nicht im Busch. Nein, stopp. Hol dir noch Chips. Frohes Neues! Naja, aber ich denke, dass der Abend auf jeden Fall erfolgreich war. Und mal schauen, ob sie jetzt dann demnächst immer noch so intuit ist oder ob das jetzt so ein einmaliges Ding war. So oder so, ich glaube, dass es heute ein guter Tag war. Ausnahmsweise! Boah, 5 Pflanzen. Nee, 4. Aber das sind 20 Simoleons. I'm really proud of you. Oh, das ist Frühling. Wir füttern erstmal unsere Kuhpflanze. Und wir haben hier direkt Dinge. Insgesamt 90. Das ist aber nice. Ich meine, die Sachen werden ja auch noch besser und so. Also von daher, ich bin eigentlich zufrieden damit. Gerade wenn die Paradiesvogelpflanze dann Sachen gibt. Ich glaube, das wird crazy. Sehr schön. Ey, das ist so gut. I'm so proud of you. Bald können wir endlich ein Haus haben. Das wird ein Traum. So, ich denke, sonntags ist ein Tag, wo man ins Café gehen kann und ein bisschen singen kann. Jetzt hat sie sich sogar schick gemacht. Nice. Aber ist vielleicht gar nicht schlecht. So, singen üben. Sie sieht aber so happy aus dabei auch, ne? Ich find's so süß. Bisher ignorieren mich die Leute. Das finde ich ein bisschen fies. Aber Nancy. Nancy ist es. Danke, Nancy. Danke. Okay. Dann bestell dir erstmal was zu essen. Ein Schokobrötchen. Gönn dir. Komm. 5 Simoleons können wir auch mal ausgeben für ein Schokobrötchen. It's yummy. Where is the Schokobrötchen? Hallo? Dann klau das Milchbrötchen hier. Verdammt. Du darfst nicht mit den Erwachsenen reden. Stopp. Hallo, ich möchte immer noch ein Schokobrötchen haben. Bitte, bitte. Dankeschön. It's been years. Aber man braucht ja auch ein bisschen Kraft, um dann zu singen, ja? Außerdem, sie kann ja nicht nur für ihren eigenen Zweck immer hier hinkommen und singen, wenn sie dann nie was bestellt. Ich meine, irgendwann schmeißen die wahrscheinlich raus. Ich weiß, dass das in Sims nicht passieren kann, aber so einfach ist das ja hier immer nicht. Oh mein Gott! Elaine hat mir gerade Geld gegeben. Ich würde mich ja nicht neben jemanden setzen, der die ganze Zeit singt. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu dumm. But you do you, Ian. Ew, disgusting. Danke für euer Geld. Brauche das sehr. Danke, danke. Bald ist der Traum von einem eigenen Haus erfüllt. Ich meine, es wird vermutlich nicht besonders hübsch oder so, aber es ist besser, als in so einem komischen Zelt zu wohnen. Yay, yay. Danke für all euer Geld. Wirklich. Extrem nett von euch. Außerdem muss ich dann keine Angst um meinen Promi-Status haben, weil wir sind jetzt hier schon wieder fast halfway zum 2-Sterne-Promi einfach. Ja, vielleicht geht sie jetzt erstmal. Sie fragt sich nämlich wieder, ob sie gut genug ist. Auch wenn es hier wieder ein bisschen bergab geht. Bergab. Auch wenn es hier wieder bergauf geht, ist sie natürlich trotzdem nicht unbedingt glücklich darüber, dass die Beziehung zu ihren Eltern so krass leidet. Aber irgendwann, da wird sie es ihnen zeigen können. Und dann wird hoffentlich wieder alles gut. Der Schnee löst sich auf. Yeah, 4 Wundermünzen. We love it. Vielleicht kann sie auch nochmal mit Sophia telefonieren. Vielleicht auch über gestern reden. Ich meine, das ist ja eine Sache. Also ich würde darüber auch reden wollen. Ja, und wir gehen einfach mal schlafen. Es ist zwar erst 22 Uhr, aber und sie ist auch nicht wirklich müde. Aber trotzdem manchmal. Es ist gut, einfach schlafen zu gehen. Pflanzies! Tschüss, tschüss, tschüss. So, jetzt wird gegessen. Sie fühlt sich schon wieder richtig kacke. Das ist nicht in Ordnung. Aber sie kann das trotzdem verkaufen. Warum kann ich das nicht in mein Inventar tun? Och, Mann. Aber ich finde doch schon mal sehr gut. Wir sind jetzt gleich bei fast 7000. 3000 to go. Bertha, wir spielen mal ein bisschen mit dir. You deserve some love. Und eigentlich müssen wir dann schon wieder uns um den Scheiß hier kümmern. Es ist halt leider notwendig. Aber immerhin wird es jetzt langsam wieder ein bisschen wärmer auch. Ich glaube, das ist ganz angenehm. Schon wieder eine Postkarte. Süß. Nein. Warum? Wir wollen doch den Müll. Postkarte behalten wir natürlich. 125. Und sie ist stinkend des Todes. Warum ist sie traurig? Weil sie unberechenbar ist. Na gut. Bisschen relatable auch. Aber ich denke, sie könnte auch mal wieder ein bisschen Sport machen. Können ja Sophia mitnehmen. So, können ja ein bisschen quatschen. Und dann könnt ihr ja zusammen trainieren. Sie so, ich hab doch keinen Bock. Ich, oh, Werwolf. Aber sie macht das toll. Sie darf mit Brand eigentlich gar nicht reden. Kann sie an die Grenzen gehen, bitte? Aber sie ist schon echt hübsch. Ich liebe die Maus auf jeden Fall sehr. So, jetzt ist sie an die Grenzen gegangen. Top, die Wette gilt. Sophia chillt hier unten. Dann reden wir noch ein bisschen mit ihr. Es ist wichtig, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Sie stinkt halt gar nicht. Nicht schlecht. Kann ja unsere Bewunderung mal ausdrücken, dass sie es ja nicht halbwegs gut macht und so. Dann können wir ihr von unserer Gartenarbeit erzählen. Okay, mit dem Kind darfst du reden. Das heißt ja nur, wir dürfen nicht mit Erwachsenen reden, also. Okay, sie möchte jetzt gehen. Dann gehen wir am besten auch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Zeit nur mit so einem kleinen Kind verbringen. Meine Haare sehen heute irgendwie wild aus. Ich weiß nicht, was das hier genau ist, aber schon okay. Rechnung von 99 Simoleons geht ja noch. Sophia möchte vorbeikommen. Klar. Sie zeigt erstmal irgendwas am Handy. Aber es war anscheinend positiv, also sag mal, warum redet ihr hier durch das Tor? Frage für mich. Aber die verstehen sich auch richtig gut, ne? Und ich finde das so, so schön. Ich meine, es ist wichtig, Freunde zu haben. Vor allem in so krass schwierigen Zeiten. Schwierigen, Alter. Meine Auswahl an Wörtern, die ich so sage, großartig. Sie redet mit meiner Kuhpflanze. Die süße Bertha. Wer die nicht liebt. Auch wenn es das eine mal ein bisschen eskaliert ist. Aber Dinge passieren. Von sich aus reden die halt auch so viel miteinander und ich finde es so cute. Bertha liebt uns aber auch und das ist schon cute. Ich wünschte, die hätten auch so einen Beziehungsbalken. Ich meine, Bertha passt halt auf uns auf, ne? Best Sterling. Die will wieder ein Simoleon von mir. Nee. Dieses Geld fließt hauptsächlich in unser Haus. Was wir hoffentlich dann bald haben. Ich meine, je nachdem, wann die hier kommen, wird das, glaube ich, auch ganz zeitnah sein. Ich denke, Part 10 ist tatsächlich echt ganz gut angedacht. Was ist denn hier passiert? Beleidigendes Gespräch? Oh oh, aber sie ist doch in keiner Phase mehr. Oh nee, warum beleidigst du sie? Warum beleidigst du immer random? Sie hat einfach gar keinen Plan, wie man mit Menschen umgeht, ne? Ich glaube, das passiert auch einfach, weil sie einfach so überfordert ist. Ich meine, sie lebt auf der Straße jetzt ja schon seit einem halben Jahr knapp. Ich glaube, das steigt einem irgendwann auch zu Kopf, ne? Nee, will die jetzt meinen Müll aufräumen? Oh nee, sie trampelt nur rein. Das ist in Ordnung. Okay, sie muss los. Warum? Was wollen diese Vampire immer von mir? Lasst mich in Ruhe. Mein Leben ist schon schwer genug. Ich muss nicht noch ausgesaugt werden. Gute Nacht, Welt. Oh, die sind gewachsen. Worauf sparen wir jetzt eigentlich? Was wäre wohl sinnvoll für uns? Genügsam, ne? Macht wahrscheinlich Sinn. Dann sparen wir wohl darauf. So, den Grill können wir jetzt ja auch eigentlich mal da hinten hinstellen, damit der nicht mehr so krass nervt. Dass die dann so negative Stimmung hat. Weil ich meine, den können wir jetzt gerade eh nicht nutzen. Alles verkaufen, 204? Oha. Alter, 204 pro Blume? Holy shit. Das ist richtig gut. Kann sie dann vielleicht mal mit den Pflanzen reden, damit sie die upgraden kann? Das wäre voll nice. Oh mein Gott, meine Dusche ist kaputt. Die repariert sie natürlich. Ich glaube, wenn die halt höhere Qualität haben, müssten die ja dann auch mehr Geld geben. Macht zumindest Sinn. Weiß nicht, ob das so funktioniert, aber vermutlich. Also ich denke, Part 10 ist realistisch. Und wir gehen jetzt nochmal in die Bar hier und versuchen da unser Glück ein bisschen zu singen. Ich meine, letztendlich ist es ja ihr Job. Das kann sie natürlich jetzt nicht immer Ewigkeiten schleifen lassen. Einmal reingehen, bitte. Also ab Freitag wird es dann auch mal langsam ein bisschen wärmer anscheinend. Also auf jeden Fall kommt die Sonne da raus. Das ist sehr, 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 sehr gut. Weil dann kann sie auch mal wieder was anderes anziehen als immer nur ihren Mantel. Weil ich finde, ihre anderen Outfits sehen auch sehr cool aus. Warum ist sie eine Verschwörungstheoretikerin? Wir sind ja nicht in Strangerville. Danke, danke. Ah. Das ist mein Freund. B. Warum ist er Militärpersonal? Und C. Warum ist der überhaupt in diesem Spielstand? Keine mehr. Jetzt haben wir sowohl mich als auch meinen Freund in meinen Let's Plays gesehen. Außerhalb von diesem komischen Together, was wir mal gemacht haben. Es ist wild. Sie mag Klassik nicht. Das ist in Ordnung. Geh mal pullern. Ich meine, um die Uhrzeit sind natürlich nicht so viele Leute unterwegs, ne? In der Bar. Kann ich auch verstehen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass sie hier singen übt. Dankeschön. Ich meine, du bist ein Landgrab. Du könntest mir auch mehr Geld geben. Okay, sie fühlt sich jetzt schlecht, leider. Dann nimm dir noch ein paar Chips. Vielleicht laden wir Luna mal hierhin ein und fragen sie gleich nach einem Date. Könnten ja schwimmen gehen oder so. Fände ich auf jeden Fall süß. Außerdem wünscht sie sich halt, ein Date zu haben. So, was sagt sie? Sie ist wütend? Oh, sie hat abgelehnt! Ich raff diese Frau nicht. Jetzt ist sie auch wütend. Sarkastisches Kompliment machen. Das ist dann aber wieder okay. Wild küssen. Same. Und er redet über Brüste. Super. Einfach nur schön. Warum macht sie jetzt böse Sachen? Mann. Das mit den beiden kann auch nichts werden. Ich glaube, die sind beide mittlerweile einfach nur toxic. Komm, küss sie jetzt wild. Ich will das sehen. Sie so, knutsch mich und sie so, hör auf. Ey, was ist los? Vielleicht provoziert sie jetzt auch einfach mal. Vielleicht ist sie jetzt auch gerade einfach mal sauer.
Weil ich meine, vielleicht lässt sie sich das auch nicht mehr länger gefallen, dass sie immer so on und off sind. Fehlgeschlagene Freundschaft, Schuldgefühle. Amaya pflegt gerne enge Freundschaften, aber ihre Freundschaft mit Luna hat sich abgenutzt. Oh mein Gott, mein Herz ist gebrochen. Jetzt geht sie einfach nach Hause. Streicheln wir Bertha. Die ist immer für uns da. Ich meine, ich fände es ja auch interessant, wenn sie jetzt einfach mal versuchen würde, Jeremy zu besuchen. Ich frage mich, ob da noch was laufen kann. Wir besuchen ihn mal einfach und schauen, was da so geht. Jetzt ruft Luna an und sagt so, jo, willst du unserer Gruppe beitreten? Aber nein, jetzt nicht mehr. Ich entpinne das mal, weil sie jetzt ja ein bisschen sauer ist. Ich muss noch Geld abziehen. So, zack. Und er denkt sich jetzt so, was machst du hier? Und dann entschuldigen wir uns erstmal. Das ist das erste Mal, dass wir ihn jetzt hier sehen, ne? Okay, wir versuchen einfach mal zu flirten. Mal schauen, was er dazu sagt. Findet er nice? Jetzt ist sie auch romantisch, sag ich mal. Okay, okay. Okay, das fand er jetzt nicht so nice, Hände küssen. Aber er möchte auf jeden Fall auch ein bisschen mit uns hier zu tun haben. Also wenn wir hier so ein paar nette Sachen sagen, findet er es auf jeden Fall nice. Ich meine, die hatten ja früher immer so eine Affäre. Ja, also die hatten schon was miteinander. Deswegen, sie hat gerade was abgelehnt, okay. Nein, hör auf, immer böse Sachen zu tun. Was, wenn sie einfach rumschmusen drückt? Würde das funktionieren? Er sagt nein. Mann, dachte, das wäre jetzt so eine Sache. Weil manche Leute, es gibt ja auch diese Interaktion von wegen Entschuldigen im Bett und so. Aber es wäre jetzt optimal. Also so ein bisschen geil aufeinander sind die ja schon. Ich will jetzt, dass sie heute noch techtelmechteln. Sie steht jetzt richtig auf ihn. Oh mein Gott. Wir fragen mal, ob er Single ist. Bieten dann vielleicht mal eine Rose an. Okay, er ist immer noch Single. Die Rose gefällt ihm. Können wir vielleicht ein bisschen aufreizend posieren. Ist natürlich ein bisschen wild, dass die Mutter hier steht. Die mag uns auch irgendwie gar nicht. Das gefällt ihm auch. Und wenn ich jetzt nochmal frage, ob die ein bisschen was haben wollen. Okay, it works. Hier ist eine Treppe? Ich sehe keine Treppe. Oh, jetzt sehe ich eine Treppe. Wow, ist das ein riesen Apartment. We need the picture. Oh wow. Okay. Dadurch steigt dann auch ihr Spaßbedürfnis. Das heißt, sie lassen jetzt ihre Affäre quasi wieder aufleben. Dass sie jetzt einen Crush auf ihn hat, ist natürlich ein bisschen unfortunate. Die Mutter ist hier gerade durchgelaufen. Das ist so unangenehm. Ich würde mein Kind jetzt nicht dabei sehen wollen, wie es ein Techtelmechtel hat. So, und sie geht jetzt einfach. Okay, sie ist offiziell in beide verliebt, laut ihrem Meilenstein-Dings. Wild. Davor war es halt wirklich eine rein sexuelle Sache mit den beiden. Deswegen ist natürlich interessant. Sie fühlt sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein bisschen schuldig. But we love the tea. Zeit, was zu essen. Sie denken sich so, was mache ich mit meinem Leben? Und dann geht sie einfach schlafen. Hier hinten sind noch Flancys. Amaya und Luna haben sie aus den Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr. Autsch. Das tut actually ganz schön weh. Oh mein Gott. Die ganze Kraft, die sie da in diese Beziehung gesteckt hat, ist jetzt einfach alles über den Haufen geworfen. Ich habe es eventuell ein bisschen vergessen. Das ist ja ein Typ. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, 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 bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Nein. Ich kann nicht mehr. Weißt du, dass ob das nicht schon genug Tee wäre, dass sie überhaupt mit ihrer Affäre irgendwie wieder was hatte, nachdem sie sich mit ihrer fast Freundin gestritten hat. Nein, jetzt ist sie auch noch schwanger von ihm. Pregnancy Freakout. Same. Das Ding ist, einerseits ist sie ja sauer, aber sie hat hier noch ein glückliches Merkmal. Und sie fühlt sich direkt so dick. Ja, weil man im ersten Trimester auch schon so viel sehen kann. Man sieht nämlich genau nichts. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich habe da wirklich nicht dran gedacht, Leute. Wirklich. Oh mein Gott. Ich habe auch vor allem Risky Woohoo auf 10% oder so. Ich kann nicht mehr. Ich sollte einfach den Part beenden, weil ich... Das ist jetzt ein bisschen überfordernd für mich. Je nachdem, was wir im nächsten Part machen, könnte es natürlich sein, dass das Kind schon kommt. Deswegen würde ich euch bitten, Vorschläge für Namen in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten überlege ich mir natürlich auch selber Namen, aber ich bin nicht bereit dafür. Ich mache mir das Leben aber auch selber ein bisschen schwer. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass das alles irgendwie gut geht. Sie wird einfach vielleicht obdachlos sein und dann ein Kind gebären. Das ist gar nicht gut. Wir schauen einfach mal, was das hier wird. Ich hoffe, euch hat das
Drama gefallen in diesem Part. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Ach du Scheiße.